geht es mal um das Thema, was wohl besonders Frauen fast immer das Leben lang irgendwie begleitet in irgendeiner Form. Und zwar das Thema Abnehmen, Gewicht halten, Übergewicht, alles, was damit zu tun hat. Ich habe es ja hier schon mal anklingen lassen in dem einen oder anderen Video oder auch mal ein Video mit gesunden Kochideen und so weiter da mit drin, beziehungsweise Drei-Gänge-Menü abnehmen tauglich und. Dass ich also selber so jemand bin, der damals arge Probleme damit hatte. Und mittlerweile ist es 20 Jahre her, dass ich den Kampf gegen mein starkes Übergewicht damals angenommen habe und den bis heute in irgendeiner Form führe. Eigentlich sehr, sehr erfolgreich, finde ich jetzt so, wenn ich zurückblicke und sehe, wie oft ja von Jojo-Effekt und am Ende wiegt man wieder mehr, als man vor einer Diät oder Ernährungsumstellung gewogen hat. Wenn ich das unter dem Gesichtspunkt halt betrachte, kann ich für mich einfach sagen, es ist schon recht erfolgreich mit dem einen oder anderen Rückschlag. Ja, und ich habe gedacht, jetzt ist mal Zeit, nach 20 Jahren, das ist doch so eine Art Jubiläum, einfach mal zurückzublicken und auch vielleicht mal euch einfach meine Geschichte so ein bisschen zu erzählen vom, ja, eigentlich untergewichtigen Kind zum übergewichtigen Mops-Teenie, mehr oder minder, wieder zurück zu relativem Normalgewicht mit Schwankungen. Ja, es war wirklich so, dass ich als Kind eher unterernährt in Anführungsstrichen war, beziehungsweise extrem dünn. Ich habe nicht gut zunehmen können, war damals sehr, sehr schlank. Ich habe kürzlich nochmal bei meiner Mama ein paar alte Bilder durchgeguckt, wo ich dann so noch vor der Einschulung wirklich fast in Modelpose irgendwie in so einem süßen rosanen Kleidchen irgendwo stand. Ich habe das damals gerne auch schon als Kind gemacht, wie auch immer, fühlte mich in Kleidern wohl. Ja, und dann kam irgendwann eine relativ schwere Erkrankung, eine Lungenentzündung. Und dadurch, dass ich eigentlich relativ wenig Gewicht hatte, habe ich das auch nicht so gut weggesteckt. Das ging dann auch relativ rapide bergab und so wie meine Eltern mir erzählten, also ich habe da so gar nicht mehr die Erinnerung, das war auch halt noch vor der Schulzeit. Muss das wohl so gewesen sein, dass der Arzt auch gesagt hat, naja, ein paar Tage länger hätte es nicht halten sollen, dann wäre ich vielleicht schon gar nicht mehr da. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann auch wirklich hier einen Tropf bekommen und auch irgendwelche ja, Sachen, dass das dann wieder aufbaut, Ernährung und. Und eigentlich fing das da dann an, dass ich dann recht gut zunehmen konnte. Leider ging es dann aber in die ganz, ganz falsche Richtung. Man muss dazu sagen, natürlich auch früher war das alles anders. Auch die Eltern als Generation haben sich nicht so damit beschäftigt, wie man sich heute vielleicht auch mit, was ist gesund, was ist ungesund, wie viel ist gut und so weiter beschäftigt. Das heißt, es gab dann auch viel Leckereien. Meine Eltern haben deftig gekocht. Ich selber habe das gerne gegessen und gerade weil ich ja zu Anfang eher immer essen sollte, damit ich mal ein bisschen was zulege. Irgendwann hat man dann diese Kurve nicht mehr bekommen. Es artete aus. Ja, ich wurde dann eingeschult. In der Schule war es noch relativ normal. Ein paar kleine Speckröllchen so Erstklässlerin, beziehungsweise, ne, da war es noch normal und dann langsam im Laufe der Grundschulzeit kam es hinzu. Und es wurde dann aber schon so immer offensichtlicher, dass dann natürlich auch so Sachen einsetzen wie Mobbing, schon in der Grundschule, viele Hänseleien und. Und es wurde einfach immer schlimmer, je älter man wurde, dann kam so dieses Chips-Essen, Frust-Essen. Ja, man hat halt gemerkt, die anderen so langsam kamen dann das Thema Jungs auf und schöne Kleidung und man zog sich dann mal kürzere Röcke an und. Und das war für mich alles einfach schwierig. Das Thema wird vielleicht nochmal irgendwann ein extra Video finden, aber das nur so am Rande. Die damit zu kämpfen haben, wissen das. Es geht dann immer weiter berghoch. Irgendwann kam dann die Zeit, wo dann doch der erste Partner da war. Es war aber auch alles dann irgendwie eher so. Naja, jetzt hat man mal jemanden und da ist man so reingerutscht. Er hatte ein paar optische Probleme, ich sowieso. Und man ist da, ne, also auch da gab es vieles. Und am Ende war aber diese Partnerschaft das, was für mich dann am Ende den berühmten Klick gegeben hat. Und zwar, als die dann irgendwann ganz, ganz unschön zu Ende ging, bin ich erst in ein ganz tiefes Loch gefallen. Hab dann auch mich angeguckt und gesagt, boah, so fett wie du bist, kriegst du niemals wieder einen Mann ab und überhaupt, du bleibst alleine. Und wie man dann so denkt, wäre natürlich Blödsinn, weil es gibt ja auch viele übergewichtige Frauen, die tolle Partner haben und. Aber damals war das dann so, es war eh ein Selbstwertgefühl am Boden und. Ja, und dann habe ich immer gedacht, boah,
irgendwie, du musst was ändern. Nach so einer Phase von nur heulen und liegen und sowas kam dann irgendwann dieses so, jetzt krempel was um, mach was, sonst gehst du ganz unter. Ich bin dann das erste Mal wieder seit langem auf die Waage, nachdem ich davor schon immer mal versucht habe abzunehmen, aber nie so wirklich mit Waage und. Ja, und da war der Schock groß, weil es stand fast die 100 da. Es waren also damals genau 98 Kilo, als ich die Reißleine dann gezogen habe. Von da an bin ich dann mit meiner Mama zusammen, weil die eben auch was tun wollte und musste, in ein Fitnessstudio nur für Frauen. Das war ganz super. Ich habe damals noch gar nicht so viel an meine Ernährung umgestellt, also nicht so besonders darauf geachtet, was ist jetzt besonders gesund, was hat wie viel Kalorien und, sondern ich habe den Sport angefangen. Ich habe einfach weniger gegessen. Auch mit dem Ex-Partner war es halt so, das ganze Wochenende war ich dort. Die Eltern haben deftig gekocht. Wir haben mittags, also freitags, samstags, sonntags, mittags dort was gegessen. Abends dann meist mit der Clique noch in irgendeiner Dönerbude, Pommesbude, Chips mit der Clique und. So, und das alles ist in dem Moment weggebrochen gewesen, weil auch von der Clique fast nichts mehr da war, weil war vorwiegend so seine Seite. Man kennt auch sowas eher zu Genüge, was dann passiert. Ja. Und eigentlich habe ich am Anfang eben nur diese Sachen nicht mehr gehabt. Schon alleine daraus, weil ich erstmal wieder so eher für mich war, mir was Neues aufbauen wollte, musste und auch gar nicht mehr so viel draußen unterwegs war wie davor. So nach und nach hat das dann eben so zu den ersten wirklich 20 Kilo geführt, die dann irgendwann runterfahren waren. Und dann habe ich mich auch nach und nach immer mehr mit diesem Thema beschäftigt. Also auch mal geguckt, ja, was ist denn jetzt gesünder? Wie kann ich denn generell was essen? Was kann ich machen, damit ich jetzt aber nicht auf Dauer auf alles verzichten muss und. Ja, und habe das dann alles für mich weitergeführt, habe dann auch eine neue Partnerschaft gehabt. Ein Partner, der auch gerne ins Fitnessstudio gegangen ist. Und dann hatte ich irgendwann mein Tiefstgewicht von 63 Kilo, was auch wirklich toll war und ich habe mich super wohl gefühlt. Das habe ich dann auch lange so gehalten. Zwischen 63 und 65 war dann immer so mein Gewicht, was ich hatte. Damit war ich auch recht zufrieden. Ja, und wie das dann so alles ist, ich habe das auch wirklich lange durchgezogen, habe eigentlich so mein Leben komplett umgestellt und mich damit wohlgefühlt. Also nicht eine Diät, sondern wirklich eine Umstellung. Ja, und dann irgendwann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich war dann noch in der Partnerschaft, alles, die war aber dann auch nicht mehr so das Wahre. Irgendwann war dann die Trennung. Ich habe dann meinen Partner oder meinen jetzigen Mann. Wir sind dann zusammengekommen, haben uns beim Fußball kennengelernt und sind beide dann extrem viel auch gefahren. Das heißt, am Wochenende war man wieder viel mit Leuten unterwegs. Wenn man dann in den Stadien unterwegs ist, ist das Essen nicht immer so, ich sag mal, abnehmtauglich und gesund. Trotz allem habe ich relativ das Gewicht immer halten können, weil ich das in der Woche so ausgeglichen habe. Aber mit der Zeit, man wurde dann ja auch ein bisschen älter, dann Ü30. Auch zwischendurch vielleicht vieles genossen mit meinem Partner, der auch selber sehr, sehr lecker kochen kann. Und ja, es kam dann immer schleichend was dazu. Und dann war das irgendwann so, dass es sich zwischen 65 und 68 einpendelte. War immer noch okay, aber eben, ich habe dann schon immer die Reißleine gezogen und immer so zwischendurch wieder Phasen eingebaut. Später ist es dann auch noch was Berufliches geworden. Ich habe eine Zeit lang also auch mal eine Abnehmgruppe mitgeleitet, war selbstständige Beraterin damals von Bonvita. Das war so ein Ernährungskonzept. Die Firma gibt es heute aber leider nicht mehr. In dem Zuge habe ich auch über die SGD ein Fernstudium in Sachen Ernährungsberatung gemacht, sodass ich also dadurch auch die Schiene so ein bisschen beibehalten konnte, auch wenn es zwischenzeitlich mal, wie gesagt, schwankte. Ja, und dann kam eigentlich das, was bisher mein größter Rückfall war und wo ich sage, es ist immer noch kein Jojo-Effekt, weil es Gott sei Dank nie, nie wieder nur annähernd in die Richtung kam, wo ich mal war. Und zwar war das dann, als ich so um 2017 rum, 2017 fing das dann an, wirklich nochmal erneut Depressionen bekommen habe. Die hatte ich zwischendurch auch, die hatten sich da aber nicht so auf das Gewicht ja, sind nicht so auf das Gewicht geschlagen. Ja, und dann kam halt ganz großer Ärger auf Arbeit, wieder einherging mit Depressionen. Und dann war ich lange zu Hause, als ich einen Rechtsstreit geführt habe, war freigestellt und. Vieles ist dann wieder in die falsche Richtung gegangen und irgendwann merkte ich, es passen Sachen nicht mehr. Ich fand mich auf Fotos wieder schrecklicher. Überall quillte es raus. Ja, und regelmäßig gewogen hatte ich mich da nicht mehr so wirklich. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, 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 als das dann auch endlich wieder vorbei war und ich so langsam wieder Fuß fasste, ich sagte, jetzt aber
rauf auf die Waage und dann waren es eben wieder 77 Kilo und ich habe gesagt, nee, das darf nicht, es darf auf keinen Fall die 8 kommen. Ja, und dann habe ich mich erstmal um meine berufliche Sache gekümmert, bin in die Selbstständigkeit, bin da immer glücklicher geworden und konnte dann auch das Gewicht wieder in den Griff kriegen. Habe also in der Phase erstmal mein Gewicht versucht zu halten und dann eben wieder angefangen. Habe jetzt seit über einem Jahr auch wieder mit einer App, dass ich also auch regelmäßig außer am einem Tag in der Woche wirklich auf die Kalorien achte, die tracke, wieder regelmäßig morgens meinen Sport hier mache, nicht im Fitnessstudio. Ja, und aktuell bin ich einfach wieder bei knapp 69 Kilo, habe also den Wunsch, dass ich bis November, wenn der Urlaub ansteht, wie auch immer der dann aussehen wird, jetzt in Corona-Zeiten, meine 65 mal wiedersehe, sprich das Gewicht, was ich ganz lange gehalten habe, also die 63 bis 65, wenn ich wieder auf die 65 komme, bin ich wirklich zufrieden. Ich hoffe, dass das dann auch wirklich bis November klappt. Im Moment läuft das, wie gesagt, sehr gut und auch so wieder die Mischung zwischen gesund und mal sündigen. Ja, und ich habe gedacht, das ist vielleicht einfach ein Mutmacher auch für alle, die sagen, man kann ja eh nicht dauerhaft abnehmen und wenn ich abgenommen habe, nehme ich so viel wieder zu. Nein, das muss wirklich nicht sein. Ich werde jetzt auch vielleicht ab und zu mal hier noch weitere Videos zu dem Thema machen. Habe auch einen eigenen Kanal, wo ein paar Videos dazu sind, habe das mal für mich gemacht. Kann ich auch noch mal verlinken. Ja, und ansonsten kann ich eben nur Mut machen, packt es an, weil erstens ist es für den Körper gesünder und auch für das eigene Wohlbefinden. Man muss nicht diesem Schlankheitswahn hinterherrennen, aber ein gesundes Idealgewicht, Normalgewicht ist schon erstrebenswert. In diesem Sinne, kommt gut durch den Sommer, ohne zu viele Versuchungen und wir hören uns dann in einem nächsten Video wieder.